Scheiße! Mervyn? Jason? Jason! Jason? Bin gleich da! Ich komme! Du wirst mich wohl verarschen. Was ist das hier? Bist du's, Nick? Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen! Augen auf! Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Es sah nicht menschlich aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reiß dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Passe. War nie gut in Geschichte. Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Mervyn!
Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch! Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Beeilt euch mal. Wir machen das. Du stehst wach. Fuck. Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was war das? Komm, jetzt los! Was ist mit dir? Los! Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, weg hier! Zack! Er verblutet! Wir müssen das verarzten! Scheiße! Das ist schlimm. Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach aus. Ungelogen? Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, er wird es zu uns führen. Nicht still! Mann, nimm das Morphium! Die Fresse, Mann! Du musst still sein! Lass los, Mann! Du bringst ihn noch um! Lass mich nicht allein, Nick! Nick, du bringst ihn um! Nick, du erstickst ihn! Er hat keinen Puls! Er hat keinen verdammten Puls! Unmöglich, ich weiß ihn nicht! Er ist tot, Nick! Mervyn ist tot! أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ هو البتاع ده ماشي؟ كابتن دار، قادر تسمعني؟ عندي رسالة، حول. كابتن زفت. دار، إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف، في كهف، بحاول أخرج، حول، أخس، كان عندي مشاريع النهاردة، أستحمى، أسمع موسيقى، احتفل عيد ميلاد ابني. بس لا، دقوا على باب انا، لا، لما كان جايين، بص احنا فين دلوقتي؟
انه ما عارف انا فين. في حد موجود هنا؟ في حد هناك؟ حد سمعني؟ مين هناك؟ Ha ha!
stürzt gleich alles ein, verdammt! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Karabinerschlingen, Seil, Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Bereit? Und du? Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Erinnert dich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Sieht alt aus. Alt? Uralt. Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Ah.
Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Tja, ich musste ja lernen, damit umzugehen. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Das ist Pazuzu. Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Das fehlt uns noch. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Da schießt jemand. Wo kommt das her? Nichts wie weg. Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kalis wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk.
An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Das musst du sehen. Dieser Katalog muss irgendwo sein. Bereust du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Aber warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Ich nehme das, danke. Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung. Eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks. Eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sargos-Gebirge verbringen werden. Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all dem wissen. Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was zum Teufel war hier los? Das hier ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht.
Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? Die Leute hatten Angst vor den Bergen. Das kann ich verstehen. Geht es um Echoortung? Haben die Fledermäuse erforscht? Was ist das? Symptome? Besonderheiten vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Tempel. Er sollte die Götter beschwichtigen. Eine verdammt große Tür. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück.
Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir's an. Leuchte mal den Tank an. Ah, Scheiße. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen. Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Rach. Na komm, spuck's aus. Du fehlst mir, Rach. Ob du's glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Fuck!
Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Hier lang. Gehen wir. Jemand wollte von der anderen Seite eindringen. Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Wofür brauchten die so viel? Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Du warst immer ein Guter. Zu gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rach. Was willst du von mir, Eric?
Die Wahrheit wäre ganz nett. Wie bitte? Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen, und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's? Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Hallo? Scheiße. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören! Over! Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over! Fuck!